สวัสดีครับทุกคนวันนี้คนไทยทำกินไก่ทำสะอาดก่อนอาคนไทยHallo meine Freunde, meine Frau macht heute Hähnchenfüße. Dazu macht ihr noch eine Soße von Thunfisch. Hier von diesem Thunfisch hier macht sie eine Soße draus. Und dann isst sie das dann später. Schöne Hähnchenfüße. Ja? Fertig.Jetzt wird der Thunfisch zubereitet. Blätter vom Baum, so orangeartmäßig. Ich weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch. Zitronengras. Und Chili. Dann wird das mal gekocht, vorbereitet.Und natürlich der dreimal Thunfisch rein. Fertig der Thunfisch. Werden die Gräten entfernt. Um den Kopf die Gräte raus, das Fleisch zur Seite. Jetzt wird in den Glock
Chili gestampft. Alles klein gestampft. So, ist fertig gestampft und da kommt der Thunfisch da rein. Jetzt wird Thunfisch gestampft. Fertig. Das ist Chili mit diversen Sachen vorgekocht, gestampft und Thunfisch zusammen. Jetzt wird das hier nochmal gebraten, ganz leicht. Oh, du riechst sehr lecker. Kommt das Wasser rein, wo der Thunfisch gekocht wurde. Jetzt wäre das so eine Art Soße zusammengerührt. In diese Soße kommen die Hähnchenfüße rein. Und nun wird alles gekocht, circa 5 Minuten, dann ist fertig. So, hinzu kommt noch Fischbällchen. Und natürlich die Fischsoße, die fertige. Nun kocht meine Frau Asianudeln. Nun werden Asianudeln gekocht. 2 Minuten da rein, ruckzuck sind die fertig. Fertig die Nudeln. Nun zu allerletzt noch diese Lauchzwiebel rein. Fertig ist Hähnchenfüße mit Fischbällchen und Gemüse. Und da kommt noch ein bisschen schwarze Chili rein. Fertig.